Herzlich willkommen in meiner Werkstatt und heute habe ich hier ein Schicko-Schloss. Das ist das Schicko-Schloss Nummer 20, steht hier drauf. Und der Kunde sagt, das Schloss ist kaputt. Es ist ein Rohrrahmenschloss. Und mal eben gucken. Was hier ist das Stulpmaß? Es wird so gemessen, 30 mm. Oder ich fasse mal so rum. 30 mm, das ist das Stulpmaß. Und das BZ-Maß ist dieses Maß Mitte Nuss bis Mitte Zylinder hier und das ist hier 92. Der Kunde sagt, das Schloss schließt nicht. Was hier schon auffällt, ist, da stimmt irgendwas nicht richtig. Ich denke mal, entweder da ist schon aufgehabt oder da ist irgendwas drin kaputt. Gut, okay. Wir schrauben das Ganze einfach mal eben auf. So, und hier sehen wir schon, also hier ist schon was nicht in Ordnung. Wollen wir mal eben gucken. Das müsste nämlich normalerweise drin bleiben. Das fällt auseinander. Okay. So, so sieht das Ganze von innen aus. Mal sehen, ob wir das so zum Halten bekommen. Das ist noch fest. Das nehmen wir einmal raus hier. Dann haben wir hier eine Feder. Okay, warum die da so drin ist, weiß ich jetzt nicht. Und das ist das Schloss selber. So, da fehlt ja der ganze Mechanismus hier. Wie das denn gelassen? Okay. Also in dem Schloss fehlt das Teil hier. Was ist da? Was dafür sorgt, dass das praktisch also gesperrt bleibt. Gut, was können wir machen? Erstmal gar nichts. Entweder muss ein neues Teil her oder eben halt den Kunden anrufen, wo er das gelassen hat. Gut, okay, das war es erstmal von unserer Seite aus. Wir können erstmal so nichts machen. Ich muss mich eben bei dem Kunden nochmal melden, der uns das geschickt hat und wo er das Teil gelassen hat, ob es irgendwo noch hat, dann muss ich gucken, ob ich irgendwo eins liegen habe, was da reinpasst oder eben halt, ja, dann brauchen wir ein neues Schloss, das ist eben halt so. Gut, okay, ich werde das mal eben versuchen rauszubekommen. Das Teil, was eben verschwunden war, hat sich angefunden, also das ist dieses hier, hatte der Kunde dabei gelegt, aber nicht richtig beziffert, gekennzeichnet. Egal, es wurde gefunden. So, dieses Teil hat hier drin gesessen. Ja, einen Moment. Ja, das war eben ein wichtiges Telefonat. Gut, so, trotz alledem ist das Teil jetzt hier. Und ja, wie die Feder dann nachher wirklich reinkommt, ich denke mal, das war so. Irgendwie, aber das sehen wir dann, wenn wir das fertig haben. Gut, ja. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Bauteil nicht nacharbeiten können. Müsste eigentlich machbar sein. Wir werden uns nochmal dran machen und ja, dann zeigen wir es dann nachher mal.